Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Im japanischen Dokkan Battle sind wir kurz davor, das 3-jährige Jubiläum zu erreichen. Das ist am 29. Januar der Fall und dementsprechend gibt es auch natürlich einen Countdown. Dieser Countdown, wir schauen uns alles an, was damit auf sich hat, was uns erwarten könnte für das 3-jährige Jubiläum und was hier momentan abgeht. Zumal die Information morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video anguckt, heute ab 17 Uhr bis 23 Uhr gibt es eine Wartung im japanischen Dokkan Battle. Danach haben wir die Version 3.10.1. Da sind wir gespannt auf jeden Fall, was sie da droppen. Aber würde ich sagen, fangen wir von unten nach oben an. Ihr könnt zumal jeden Tag, wenn ihr euch einloggt, das tut es immer changen um 3 Uhr morgens unserer Zeit, der Tag quasi in JP, könnt ihr immer einen Dragonstone holen, wenn ihr da einen Post tweetet. Hier oben kommt dann quasi ein Button dazu, da klickt ihr da einmal drauf und könnt dann was retweeten und ihr bekommt dafür dann ein Stone Daily. Zudem bekommen wir auch diese 3-Jahres-Ticket. Die haben wir schon im letzten Video angeschaut zum japanischen Dokkan Battle. Nun wissen wir mehr. Wir können uns den Banner-Inhalt mal angucken. Wie gesagt, ihr bekommt sie täglich ab 3 Uhr morgens, aber nicht um 20 Uhr abends, sondern 3 Uhr morgens bekommt ihr täglich ein Gold-Ticket, den ihr hier einlösen könnt in dem Banner. In dem Banner sind nur SR-Charaktere und höher und viele gefeaturete SR, na klar, wie wir es kennen. Können einmal gerne durchschauen, aber in dem Banner sind auch alle LR und das ist was Neues, meine Freunde. Denn das ist das erste Mal, dass in dem Ticket-Banner LR-Charaktere enthalten sind, zumal es ein Free-Ticket-Banner ist. Natürlich sind die Chancen gering, wir wissen es. Sie sind gering, aber ich meine, die Chance ist da, Leute. Also wenn ihr die Tickets holt, boom, verschwendet sie auch. Ja, nicht, dass ihr sie verliert oder so, also wenn ihr sie nicht einlöst, dann verfallen sie natürlich. Deswegen, wenn ihr tägliche Tickets bekommt, haut ein Single Sum raus. Könnt ihr auch natürlich aufsparen für ein Multi, aber da ist einfach kein Unterschied. Anyways, dann haben wir natürlich Teaser. Wir haben hier viele Teaser für das 3-jährige Jubiläum. Wie gesagt, es ist am 29. Januar. Und zwar, ja, das sind so quasi Events. Ticketbanner ist online. Viele gewisse Dokkan-Events sind auch online. Das mit dem Teilen. Das hier ist auf der japanischen Dokkan Battle-Seite und zwar wird da täglich immer, werden da Stats rausgehauen. Im ersten Tag wurden die Stats rausgehauen, wie viel Zenny verbraucht wurden. Im zweiten Tag waren das, ich hab's vergessen, was das war. Aber da war ein Abhaufen auf dem Bild, sei es drum. Und hier ist der Countdown immer. Gestern waren 7 Tage mit Bulma auf Namek, heute mit dem 7 Dragon Ball Star. Heute ist es Vegeta mit dem 6 Star Dragon Ball. Und auch auf Namek. Und na klar bekommen wir halt, wie gesagt, täglich 7 Tage lang also diese Tickets hier. Und die Sache ist die, es dreht sich alles um Namek. Namek-Teaser, Porunga kommt, das wissen wir. Namek-Countdown. Und wir wissen aus dem letzten Jahr, da war es ein Countdown, da gab es einen Countdown. Jeden Tag kam ein neues Bild, so wie hier. Aber das hat dann angefangen von Dragon Ball und ging bis Dragon Ball GT. Und dann kamen die vierfachen Vegeta und vierfache Goku. Goku. Hier ist das so, es spielt alles auf Namek an. Was heißt das? Na, die Spekulationen sind natürlich groß. Die Spekulationen sind groß, zumal wir es in unserem Hauptmenü haben immer. Es war quasi schon vor Augen, hatten wir es. Die Spekulationen sind groß. Was meine ich damit? Das neue Duel Festival, das Duel Festival zum 3-jährigen Jubiläum, ein neuer Super Saiyan Goku sein wird und ein neuer Freezer. Entweder Full Power Freezer oder Freezer. Viele haben erwartet, dass Jiren kommt und Ui Goku oder der neue Vegeta die Form, aber da macht es dann in dem Sinne Sinn, dass sie sich die ganze Sache um Dragon Ball Super aufheben, weil ja der Anime auch endet, schrägstrich pausiert und sie quasi diesen Content aufheben für dann später. Und wie gesagt, was haltet ihr davon, Leute? Was haltet ihr davon? Stimmt ihr mir zu? Stimmt ihr der Community zu, dass es wirklich so aussieht, als würde ein neuer Super Saiyan Goku und ein neuer Freezer kommen? Ich kann viele verstehen, sind wahrscheinlich enttäuscht, haben wahrscheinlich was anderes erwartet, wie gesagt, Jiren etc. Aber wenn ich so zurückdenke, wenn ich mir das so in Ruhe betrachte, objektiv, ein Super Saiyan Goku gab es noch nie als Leader. Ein Freezer, Full Power Freezer, okay, der alte, aber er war nicht, kein richtiger Leader. Kommt auch ein neuer. Und wenn sie diese Charaktere, ich bin mir ganz sicher, diese Charaktere werden sehr, sehr gut. Sie werden quasi einen kleinen neuen Weg eingehen mit ihrer Path oder so. Zum Beispiel bei vierfachen Goku war das die Konter der Fall. Für vierfacher Goku und vierfacher Vegeta. Und sie werden bestimmt Kategorie-Leader. Ich denke, da wird keine neue Meta kommen. Aber hier ist die Sache. Ja, hier ist die Sache kurz zum Menü geswitcht, was ich meinte quasi. Dass es quasi vor unseren Augen war. Was für Kategorie-Leader werden das?
Wird Goku der Super Saiyan-Kategorie-Leader, also Super Saiyan 1, nicht 2 oder so, sondern nur Super Saiyan 1, das wäre immens geil. Es gibt viele Super Saiyan Goku, aber keinen Super Saiyan Goku Leader. Wenn er als Super Saiyan Leader kommt, er war der erste Super Saiyan, ich würde das abartig feiern. Das wäre übertrieben geil. Freezer in der anderen Hinsicht, was wird er? Freezer Clan? Freezer Clan wäre auch geil. Wir haben Cooler, die haben noch keine Kategorie Leader. Nichts. Keine Kategorien. Oder wird einer von beiden Namek Saga Leader? Was, Leute, was denkt ihr, werden diese beiden für Kategorie-Leader, lasst mich in den Kommentaren wissen, oder werden sie überhaupt kommen? Also es wird quasi die ganze Zeit für Namek geteasert, mit Porunga, mit den Teaserbildern und so weiter und so fort. Aber stimmt ihr mir dazu, stimmt ihr der Community zu, dass es wirklich darauf hinausläuft, dass diese beiden kommen? Falls ja, Leute, runter mit euch in den Kommentaren. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr davon haltet, ob sie kommen und welche Lieder sie sein werden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall Zeit. Verschwendet eure Tickets, vergisst sie nicht. Ich hoffe, ihr zieht da schön LR. Wer weiß, kann passieren. Ich hab's schon gesehen. Also bis dato, eine schöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.